Hallöchen und willkommen zurück. Schön, dass ihr da dabei seid. Wir sind gerade aktuell in Haven, stehen vor dem Ratssaal. Also da können wir den Kriegsrat einberufen. Und am Ende der letzten Episode habe ich ja geschaut, dass ich den Inquisitionspunkt vernünftig verteile. Ich habe jetzt in der Pause ein bisschen geschaut. Allerdings bin ich nicht weit gekommen, denn ich habe gleich sofort was entdeckt, was mir natürlich sehr willkommen, scheint. Und zwar war das hier unten, glaube ich, bei Inquisition. Habt ihr noch Kontakt zu unseren Freunden Die auf antivanischen Lady Schneider sind berühmt für ihre Fähigkeit, versteckte Taschen im Kleidungsstück einzunähen. Wir werden Ein also paar schon Worte bald gegenüber einen den haben. Freunden der Inquisition im Norden genügen, damit ihre Truppen auf Einsätzen mehr Gegenstände bei sich tragen können. Erhöht die Inventarkapazität um 15. Ja, das nehme ich natürlich sofort. Wie soll es auch anders sein? So, und jetzt können wir uns den Ferelden mal anschauen. Was habe ich denn eigentlich hier drüben? Oh, da könnte ich auch schon was nehmen. Was ist das denn Schönes? Kostet 4. Ja, nee, wir machen jetzt mal Ferelden weiter. So, Geld beschaffen. Okay, unsere Bemühungen waren erfolgreich. Das Übliche. Allerdings hat sie ein bisschen weniger Geld zusammengekriegt als... ich weiß gar nicht, wer beim letzten Mal ihn geschickt hatte. Ich glaube, Josephine. Schicken wir natürlich gleich mal wieder los. Beziehungsweise wir gucken erstmal, was die anderen so gebracht haben. So, das da. Botschafter Montilliet. Montillier wahrscheinlich. Die Gesandten der Inquisition waren willkommene Gäste unserer Totenwache. Als Zeichen meines Dankes schicke ich euch feretische Waffen. Für eure Truppen möge der Erbauer dafür sorgen, dass sie nie gebraucht werden. Hochachtungsvoll, Tern Fergus Kasland. Ja, sehr schön. Ferelsches Hauptmanns Langschwert. Vielleicht kann das ja Cassandra gebrauchen. So, hier kann direkt mal wieder jemand losgeschickt werden. Ja, ich glaube, Josephine hat das beim letzten Mal gemacht. Wir stehen euch zu Diensten. Na dann mal hopp. Viel Spaß bei der Arbeit, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir hier noch eine Möglichkeit, was zu aktivieren oder hier oben. Der Lavellan-Clan entbietet der Inquisition Grüße und wünscht ihr Erfolg beim Schließen der Bresche, die sich am Himmel aufgetan hat. Einige Clans der Dalish hassen zwar die Menschen und wollen mit ihnen nichts zu tun haben, aber der Lavellan-Clan war immer freundlich zu allen und strebte stets den Frieden an. Dennoch wurden wir bisweilen von Kräften angegriffen, die uns nur als Opfer betrachteten. Uiui. Wir haben erfahren, dass ein Mitglied unseres Clans derzeitig von eurer Inquisition gefangen gehalten wird. Sie waren nur beim Konklave, um die Friedensgespräche zwischen euren Magiern und Templern zu beobachten. Und wir halten es für hochgradig unwahrscheinlich, dass sie absichtlich eure Gebräuche verletzt hat. Falls ihr ein Verbrechen zur Last gelegt wird, würden wir davon gerne erfahren. Falls nicht, würde es unsere Bedenken enorm schmälern, wenn ihr selbst zu hören, von ihr selbst zu hören, dass ihr Aufenthalt bei der Inquisition aus freiem Willen erfolgt. Ich erwarte eure Antwort. Hüterin ist die, ja, was auch immer, Labellan. Alles klar. So, Ist natürlich nicht so brauchbar. Ich würde eher gerne Josephine schicken als Kundschafterin. So, was haben wir denn hier? Das kostet. Nee, kostet gar nichts. Die Dinger kosten nur was, alles klar. Naja, gut, wir warten einfach mal. Und schicken dann oben beim nächsten Mal Josephine hin. Die kann sicherlich ein bisschen besser verhandeln. Denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. So, und da wir jetzt natürlich hier auch fertig sind in der Gegend, können wir direkt wieder zurück zur. Ach Gott. Ja, hier muss ich hin, alles klar. Völlig verwirrt. So, hier in Hinterlande, genau. Und zwar.
Da komme ich hin. Sehr schön. So, nachdem wir jetzt natürlich ein bisschen mehr tragen können, die Heiltränke aufgefüllt wurden und wir noch ein bisschen die Ausrüstung verbessert haben. Ich muss ganz kurz mal schauen, noch ob Cassandra jetzt das Hauptmannsschwert tragen kann. So, Inventar haben wir jetzt hier. Cassandra Waffen. Ja, ist ein bisschen besser als das, was ich gerade aktuell habe. Wobei ich mich gerade frage, warum da Schaden 60 steht und bei dem anderen 45. Und trotzdem hat es die gleiche, oder fast annähernd die gleiche Schadensart, den Schaden pro Sekunde. Wahrscheinlich wegen der Blutung, kann das sein? Naja, wir nehmen das mal in die Hand. Das kann ja nicht schaden. So, und dann können wir direkt auch noch hier die Waffen für die Inquisition aufrüsten. Wo war denn das? Hier oben irgendwo? Ja. Okay, das können wir natürlich machen. So. Seide und Wolle. Lammwolle. Du hast Folgendes hergestellt. Ersatzzelte. Die Soldaten und Emissäre der Inquisition brauchen im Einsatz dringend einen Schutz vor den Elementen. Belohnung plus 1 Macht. Sehr schön. Geht ja gut ab hier. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob ich unten im Hauptlager, wo ich angekommen bin, ursprünglich, ob ich da das auch nochmal wählen kann. Denn da war ja auch noch ein Lager. Da war ja auch noch so eine Werkbank. Da konnte ich so ein Zeug auch herstellen. Müsste ich bei Gelegenheit mal gucken. Aber erstmal werden wir jetzt hier hochgehen, Richtung Norden. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Nee, Moment, hier. Das ist eine Quest. Glaube ich, habe ich gerade übersehen. Ja, die hole ich mir natürlich sofort. Wie soll es auch anders sein? Boah, die sind da nicht wirklich eine Gefahr. Na? Au. Ja, ich habe in der Aufnahmepause auch mal ein bisschen das Verhalten der Gruppenmitglieder umgestellt. Ich lasse doch mal den Steinbock in Ruhe. Ja, ich habe das mal ein bisschen umgestellt. Und zwar habe ich eingestellt, dass Cassandra mich beschützen soll. Und die anderen beiden, Varric und Solas, dass sie mein Ziel angreifen, also sozusagen. Dass ich aussuchen kann, wer direkt getötet wird. Und Cassandra kümmert sich darum, dass ich am Leben bleibe. Ihr kämpft gut, Sucherin. Würde ich es nicht tun, wären wir bereits tot. So, dann einmal kurz hier rüber hüpfen und mal kurz mit ihr sprechen. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Rezeptur erhalten. Geologische Studie der Hinterlande. Ja, schön. Ach, habe ich das gerade schon aktuell erfüllt, oder? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Wo muss ich denn da hin? Ich habe das doch gerade aktuell erfüllt. Geologische Studie. Vielleicht muss ich das Zeug irgendwie bei den Leuten in Haven abliefern. Ja, keine Ahnung. So, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz hier hoch zu Lornans Exil.
Ja, man hört es vielleicht noch. Ich habe immer noch die Rüsselseuche. Bin immer noch erkältet etwas. Und ja, ich dachte eigentlich, es wird vielleicht mal irgendwie besser, aber dem ist nicht so. Es wird eher schlimmer. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Von daher versuche ich mal ein bisschen was als ja, in Vorrat aufzunehmen hier von den Folgen von Dragon Age oder halt auch bei Risen 3. Denn wer weiß, wann es schlimmer wird und ich nicht mehr sprechen kann. So, hier oben haben wir ein Emprium-Pflänzchen. Das nehmen wir natürlich gleich mit, denn die sind etwas seltener. Also zumindest im aktuellen Gebiet noch. Wahrscheinlich finde ich davon später reichlich. Aber jetzt zumindest ist etwas seltener, von daher alles einsammeln. Nee, da will ich nicht hin. Das ist ja hier wieder die Gegend, wo die Level 8 Gegner rauskommen. Ach ja, Stunden später. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Eine Elfenwurzel. Nehmen wir gleich mit. So, dann sprechen wir mal kurz mit dem Lord. Wie ist er denn? Betran oder so? Keine Ahnung. Irgendwo ist in dem Dreh. Hüpf und hepp und hüpf. So, wo ist er denn? Irgendwo hier hinten. Die Gläubigen leben, um eurem göttlichen Willen zu folgen. Was ihr sagt, wird Ach, der war da geschehen. Oben. Ich erinnere mich dunkel. So, hier Eisenschule der Hinterlande. Beschaffe die Requirierung. Ja, das ist schön. Habe ich gemacht. Lücke geschlossen. Ihr seid wahrhaftig der Herold Andrastes. Ist sie das? Was denn? Ah, hier, Berand. Da war ja fast richtig. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief. Berlina ist tot? Aber wir waren dafür bestimmt, zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Die Inquisition braucht Männer, deren Glaube so stark ist wie der eure. Schließt euch uns an und helft uns, die Ordnung wiederherzustellen. Ja. Wie könnte ich hier in den Hügeln warten, während gleichzeitig Unschuldige sterben? Ich werde das Wort des Erbauers mit dem Schwert verbreiten. Meine Männer und ich werden unsere Stärke in den Dienst der Inquisition stellen. Ich danke euch. Sehr schön. Jetzt haben wir den nächsten gefunden, der uns im Kampf hilft. Emissär gewonnen. Sehr schön. Bin mal gespannt, was der uns... Gibt Beran einen Rat. Hab ich das jetzt gemacht oder muss ich das jetzt noch machen? Nochmals vielen Dank. Lady Velina hätte diesen Ort geliebt. Nee, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Okay. So, jetzt haben wir ja natürlich wieder ein bisschen was erlebt. Nicht... Ja, also spannende Sachen waren es jetzt nicht unbedingt, aber natürlich auch wichtige Sachen. Ein bisschen Ausrüstung verbessert, ein bisschen Punkte investiert, ein paar neue Missionen gestartet. Und jetzt können wir dann direkt auch schnurstracks Richtung Höhle gehen. Wie hat's schon wieder geklingelt? Wo war das? Ah, hier vorne, alles klar. Dann können wir natürlich das Pflänzchen wieder mitnehmen, Emprium. Und dann schon wieder ein Trupp Magier. Und da drüben auch. Aber die ignorieren wir einfach mal. Wir gehen jetzt direkt schnurstracks zur Höhle. Sollte uns dort irgendwas anspringen, direkt in der Nähe, dann können wir es töten. Aber ansonsten will ich jetzt einfach mal vorankommen.
Gürtel der Geistresistenz und Räuberkriegsbeil. Barrieren können zerstört werden, indem du genügend Elementarschaden des gegensätzlichen Typs verursachst. Eisbarrieren können nur durch Feuerangriffe... Was? Ja, keine Ahnung. Also Feuerangriffe jedenfalls. Muss ich da machen, scheinbar. Mal schauen, ob ich da jetzt irgendwie durchkomme. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich da durchkomme, also vernünftigerweise. Ich weiß es natürlich nicht. Ah, okay. So viel dazu. Dann mal hinein in die gute Stube. Aschekrieger-Zuflucht. Uiuiui. Wen haben wir denn da vorne? Ah, ich glaube, die sind auch schon etwas höher im Level. Kann das sein? Ganz kurz schauen. Was haben wir denn hier? Schönes. Level 4. Nee, okay, dann ist in Ordnung. Die sollten wir durchaus schnell wegkriegen. Ah, schieße ich die ganze Zeit gegen diesen blöden Pfosten, oder was? Irgendwas hat eine ganze Menge Schaden gerade bei mir gemacht. Das ist natürlich nicht so geil. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie so Heilzauber oder sowas gibt. Ich hatte irgendwann schon mal geguckt, aber so richtig gute Sachen habe ich nicht gefunden. Tragostein. Ah, okay. Oh, Hüterstab des Eises. Das ist ein bisschen mehr Schaden, als ich aktuell, glaube ich, habe. Gucken wir uns später an. Erstmal gehen wir hier kurz das Zeug noch alles looten. So, dann schaue ich mal ganz kurz ins Inventar. Was haben wir denn hier drüben? Waffen. Sehr schön. Wir haben aktuell in der Hand 41. Zu 45. Okay, 12 Bonus auf Barriereschaden. Bonus auf kritischen Schaden. Ja. Nehmen wir einfach mal kurz in die Hand, dann können wir Solas tatsächlich das andere Dings in die Hand drücken. Der hat ja nur... Ja, hallo, also, ne? Okay, da hinten geht's weiter. Sehr schön. Also könnte ruhig von mir ein bisschen, von mir aus ein bisschen länger sein, der Dungeon oder was auch immer das hier ist. Hier haben wir leider nichts zum Looten. Ja, aber bevor wir hier weiter in die Höhlen fortschreiten, mache ich erstmal ein ganz kleines Päuschen. Unsere Gefährten müssen sich ein bisschen ausruhen. Ja, ansonsten einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es wieder ist, Let's Play Dragon Age Inquisition. Und dann werden wir hier mal so in diese Höhle weiter voranschreiten. Sehr schön. Ja. Alles klar, einfach einschalten. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.